Oh, Alter, das war knapp. Oh, Scheiße, ey. Kein Level. Mann, ich weiß, wo das Problem liegt. Du hast nur eine Shisha dabei rauchen, du hast gar keine Rauch. Kannst du jetzt zocken ohne eine Schraube? Mann, das geht nicht auf. Alter, Rachel. Guck mal, lass mal eine Shisha mal so runterkommen. Das mag jetzt ja relativ gut auseinander. Mach mal. Ja, warte, ich wollte. Leg die Kohle rauf. Nein. Wir haben keine Kohle mehr. Scheiße. Also die Sockelleiste hat mich eigentlich noch nie enttäuscht. Wie, meintest du nicht, in deiner Tasche ist noch was? Ja. Ich habe Anna gefunden, aber keine Kohle. Meine Autoschlüssel. Hat sich jemand was zu essen? Warum läuft die Mikrowelle? Ein Stück. Wir haben ein Stück. Fuck, was macht man jetzt? Guck mal, ich hab ein Stück. Hey, wie geil, Mann! Ja, Mann. Oh, aber das war gut, ey. Mega. Aber ein Stück? Ein Stück Kohle. Das reicht nicht mehr für den Lotus. Ich sag mal, das ist ganz vielleicht unmöglich. Ja, guck mal nach so Lifehacks irgendwie für die Shisha. Ja, Lifehacks, Shisha irgendwie mit einer Kohle rauf oder so. Was haben wir denn hier? Guck mal, meine Kohle. One Smoke. Sagt euch das was? One Smoke, Shisha-Ofen. Da haben wir ja bereits gehört. Hier steht eine Kohle ausreichen. Rauchdauer ungefähr eine Stunde. Ja, das ist schon immer. Ist das so ein Aufsatz für den, für den Tonkopf? Ja, für den Tonkopf. Soll ich einfach mal bestellen? Mit dem Express-Verlag. Das heißt, der ist so. Wann ist er denn da? Wenigen Minuten, oder? Steht wie steht. Ach, der kommt mit der Drohne. Wie geil ist das denn? Okay. Cool. Hast du bestellt? Okay. Dann, ja, warten wir. Hey, komm, Alter. Schon das? Das ist alles klingeln, never. Na klar, never, das muss klingeln. Klingeln. Ja, die Drohne kann klingeln. Geil. Ne, das ist echt schon da. Ein Paket. So, da haben wir das gute Paket. Schon mal gar nicht mal schlecht verpackt. Ich meine, das Ding sollte ja schon nicht beim ersten Mal runterfallen kaputt. Da war eine Erdnuss. Okay, da war eine Erdnuss. Jo, was haben wir im Lieferumfang? Das ist der Deckel vom OneSmoke. Machen wir mal auf. Schick aus. Haben wir oben nochmal so ein One Smoke drauf. So ein Schriftzug. Alles aus Aluminium gefertigt. Fühlt sich richtig wertig an und sieht auch gut aus. Also auch kein Grat dran oder sowas. Einwandfrei. Zum eigentlichen Aufsatz. Hier haben wir noch so eine Anleitung. Adi, die kannst du machen. Kannst du mal dann rumblättern. So, das ist der eigentliche Aufsatz. Erinnert mich so von der Form her wirklich an Lotus. Also im Prinzip ist es das Gleiche. Nur was mir sofort aufgefallen ist, oder was uns sofort aufgefallen ist, ihr habt hier unten so eine Rillen drin. Da könnt ihr dann die Kohle drauflegen und dann sollte sie wahrscheinlich nicht ausgehen, weil sie beim Lotus eben direkt aufliegt. Und da geht die Kohle unten an der Auflagefläche immer aus. Vielleicht ist es hier besser. Hier hat man auch so eine Löcher gleich dabei. Ja, auch das Teil komplett aus Aluminium gefertigt, gedreht, so wie es aussieht. Und echt kein Grat dran, hier kann man sich nirgends schneiden. Super verarbeitet. Top. Ja, naja, jetzt gibt es hier noch eine kleine Anleitung quasi dazu. Noch so eine Handhabungshinweise mit dabei, was man halt nicht machen sollte und wie man den OneSmoke richtig verwendet. Also man soll den natürlich während der Benutzung nicht einfach mit den Händen berühren. Nicht den Geschirrspüler reinigen. Nicht mit einer tabakverschmierten Kohlezange berühren. Und niemals den OneSmoke ins offene Feuer legen, denn sonst ist er weg.
So. Was hier ganz gut ist, der One Smoke ist halt für jegliche Art von Tonköpfung konzipiert. Also sollte mit fast allen klappen, dass es darauf passt. Tonkopf sollte jeder zu Hause haben, also das ist kein Problem, der ist vielseitig verwendbar. Und ja, natürlich das Gute ist, man spart halt super viel Kohle, weil man nur noch eine dafür braucht und halt versprochen wird, dass man bis zu einer Stunde einwandfrei rauchen kann. Und hier gibt es noch einen kleinen Tipp. Man sollte den Tonkopf 15 bis 30 Minuten in kaltem Wasser einlegen, damit er sich schön vollsaugt und die Molasse dann nicht so einzieht. Dann schmeckt die Pfeife super. Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Shisha Tea. Heute mal nicht unbedingt nur eine Tabakvorstellung, heute haben wir ein Special, und zwar haben wir uns mit einem netten Herrn auf der Shisha-Messe ein bisschen unterhalten. Und Der Tommy, genau, und der hat uns seinen neuen Aufsatz für den Tonkopf vorgestellt, und zwar den One Smoke von Shisha Ofen. Facebook-Seite ist eingeblendet natürlich. Und ja, den wollen wir euch heute mal vorstellen. Vielleicht kann ja einer von euch beiden mal sagen, was denn der One Smoke überhaupt ist. Ja, also, was ist der One Smoke? Der One Smoke ist ein neuer Aufsatz, eine Revolution für den Tonkopf. Eigentlich vergleichbar mit dem Lotus, den man kennt. Das Rundprinzip auf jeden Fall. Aber der Vorteil liegt hierbei, dass wir nur eine Kohle brauchen. Also beim Lotus war es ja schon genial, dass man zwei Kohlen nur braucht statt drei. Da hat man schon ordentlich gespart. Und hier spart man gleich noch eine Kohle und braucht nur, ja, eben eine. Kann damit wunderbar eine Stunde durchrauchen, heißt es. Gucken wir natürlich noch. Genau. Und ja, wir haben den jetzt gerade seit 5 Minuten hier drauf, wie vorgeschrieben, auf den Kohleanzünder mit draufgepackt. Steht drauf, ruhig so lange, wie die Kohle auch durchglüht. Haben wir jetzt nicht ganz so lange gemacht, aber trotzdem, keine Ahnung, wir haben 5 Minuten drauf, Kohle rein, Teil oben drauf. Nach 2 Minuten war das Ding hier safe. Ja, also keine mega lange Anrauchphase, wenn der den wirklich recht mit aufheizt, sondern wie beim Kamin, Kohle rauf und los geht's. Schon mal Daumen hoch da. Ja, guckt euch den Rauch an. Also ich hätte es vorher nie gedacht, ihr raucht mit einer Kohle und diesem kleinen Kopfaufsatz, und es ist einfach brachial, was da rauskommt. Also es ist unglaublich. Und ja, vielleicht noch ein bisschen zum Technischen und bla bla und so weiter. Also das Ding wiegt um die 100 Gramm, würde ich sagen. Es ist halt komplett aus Aluminium gefertigt, wie ich in dem kleinen Unboxing gesagt habe. Und ja, es ist gedreht, es ist super verarbeitet. Echt Kompliment dafür, also kein Draht da dran, nirgends könnt ihr euch schneiden. Also das Teil ist wirklich top verarbeitet. Ja. Und wie gesagt, läuft einwandfrei mit einer Kohle. Genau, der Durchzug wird auch überhaupt nicht behindert, also es lässt sich super einfach ziehen. Und was mir bei dem hier noch aufgefallen ist, also die Kohle bleibt halt wirklich die ganze Zeit an. Ja, bei den Lotus hat man zwischendurch das Problem gehabt, dass die Unterseite der Kohlen irgendwann schwarz wurde, die halt direkt auf dem Metall lag. Mhm. Ist hier gar nicht der Fall. Also die Kohle wird halt, die bleibt bis zum Ende an, die bleibt auch super heiß, so dass man einfach entspannt bis zum Ende durchrauchen kann. Ja, also man muss hier nicht wirklich viel bei der Kohle wenden, man muss nichts mehr machen. Also ihr packt den rauf, setzt den Kopf rauf. Ihr habt hier die Möglichkeit, auch nochmal die Luftschlitze zu schließen. Falls ihr halt am Anfang zum Anziehen ein bisschen mehr Hitze noch braucht, aber danach könnt ihr echt die Finger verlassen. Er läuft einwandfrei bis zum Ende. Super, wirklich. Ja. Richtig krass. Wichtig dabei ist, wenn ihr das Teil irgendwie anpackt mit der Zange, eine ganz saubere Zange nehmen. Ihr habt echt keine Freude, wenn ihr da noch ein bisschen Tabak dran habt. Das Teil wird heiß, ist ja logisch. Und wenn ihr dann mit dem Tabak da rangeht, dann habt ihr unschöne schwarze Verfärbungen da drauf und sowas. Braucht man nicht machen. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt die Frage aller Fragen. Muss ich mir da schon wieder einen neuen Kopf kaufen? Und zwar nein. Ihr könnt das Teil auf jedem handelsüblichen Tonkopf rauchen. Also ich habe zu Hause das Teil schon auf dem Tonkopf ausprobiert, hier bei euch jetzt auf dem. Ja. Drauf steht 60 mm. Das ist wirklich die Größe von jedem stinknormalen Tonkopf, den ihr irgendwo bekommen könnt. Und da passt der perfekt drauf. Also es ist nicht so wie beim Lotus, dass man sich jetzt irgendwie einen speziellen Kopf dafür kaufen muss. Und der sitzt halt auch fest. Der sitzt also gut, ja. Da braucht ihr keine Angst haben, dass der da irgendwie runterrutscht, wenn er mal versehentlich so leicht gegen die Shisha schlagt oder so. Er hat halt so eine kleine Rille noch da außen rum und sitzt dann wirklich bombenfest. Von daher müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr wirklich den Kopf nicht bündig baut,
dass halt noch eine kleine Schicht Luft dazwischen ist, genau, dass er so nicht anbrennt direkt am One Smoke. Fünf mm wird so empfohlen. Genau. Das ist, habt ihr aber eigentlich erreicht, wenn ihr den Tonkopf wirklich ja, bündig baut, sage ich mal, vielleicht ein bisschen weniger, weil der ist so ein bisschen hochgesetzt im Inneren, dass da definitiv der Abstand gewährleistet ist und da nichts anbrennt und nichts dran kleben bleibt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht auch noch die ganze Zeit, boah, die labern hier, aber die sagen uns gar nicht, was das Teil kostet. Zuerst mal müssen wir sagen, wir müssen einen großen Dank aussprechen an die Shisha-Ofen-Crew und an den Tommy. Super, super nett. Die haben uns das Teil nämlich zur Verfügung gestellt. Ja. Genau. Und in der Messe waren wir halt schon voll begeistert davon, sind halt ins Gespräch gekommen. Und ja, da hat er einfach wirklich in wenigen Worten einfach schon gesagt, ja, wir können euch mal mitgeben, mal zum Probieren, wir schicken euch den zu. Und da ist er. Genau. Und ja, da hieß es damals noch 39,90 für das Teil. 39,95 für das Teil. Ja, und ihr kennt das Spiel, Angebot, Nachfrage und so weiter und so fort. Und zwar ist die Nachfrage jetzt so groß auf das Teil, dass sie den Preis senken konnten. Die Produktionskosten wären natürlich geringer und jetzt zahlt ihr für das Teil 34,95. Schaut auf der Seite von Shisha-Ofen mal vorbei. Da könnt ihr euch das Ding angucken. Da gibt es auch noch mehr Kopfaufsätze. Also es ist nicht der einzige, den die produzieren. Wir haben jetzt nur den zum Vorstellen. Wir hoffen natürlich, dass wir vielleicht noch ein paar mehr davon vorstellen können, also die anderen Teile. Es gibt auch noch einen Kamin von denen, habe ich gesehen. Ja, also wenn die genauso gut laufen wie der, dann ein großes Kompliment auf jeden Fall, weil man muss sagen, er hält, was er verspricht. Ja. Also wir haben den ja schon mal getestet und können euch daher direkt bestätigen, also eine Stunde könnt ihr damit wirklich voll entspannt rauchen. Also man muss dazu sagen, wir haben echt die Kohle angemacht. Die Kohle, wenn sie gerade durchgeglüht war, reingelegt, das Teil da oben drauf, die Uhr gestoppt und dann geraucht. Da haben wir mal geguckt, wie lange kann man denn wirklich safe rauchen. Also nicht jetzt mit ganz bisschen Rauch dann noch, sondern wirklich angenehm und mit viel Rauch. Und da hält er noch eine Stunde durch. Ja. Dann war halt die Kohle durch, daher kam dann auch nichts mehr, aber der Tabak war halt auch dann super durch. Also es war mega gut, ausreichend, ja. Und in der Zeit musste man wirklich nichts machen. Man hat da gesessen, hat geschichert, man musste nicht abwaschen, man musste nicht wenden, man musste nicht an die Ding drehen, man konnte einfach eine Stunde sich ganz entspannt zurücklehnen und shishern. Genau. Und das halt mit einer Kohle. Und dafür würden wir auf jeden Fall eine Kaufempfehlung aussprechen, weil so wie wir den jetzt schon getestet haben, ist er wirklich unvergleichbar. Also es ist, wie gesagt, einfach eine neue Shisha-Revolution. Der ist super. Ihr habt zwar wirklich erstmal die Investition von den 35 Euro ungefähr, was natürlich nicht ganz ohne ist, muss man sagen. Also klar, man kann auch mit drei Kohlen im Kamin ähnlich gut rauchen, keine Frage. Aber ja, man könnte jetzt ausrechnen, wie schnell der sich quasi rentiert, weil man nur noch ein Drittel der Kohle braucht, die man sonst benötigt. Also den hat man schnell wieder raus und ja, wirklich keine Gefahr der Verbrennung oder sonst was. Für die ganzen Shisha-Enthusiasten unter euch. Also ganz ehrlich, mit einer Kohle zu rauchen, das ist schon cool. Und ich bin auch echt stolz, dass wir dieses Teil jetzt hier haben. Ich freue mich darüber wirklich total. Und es macht echt Spaß. Wie gesagt, so einfach hätte ich es mir nicht vorgestellt. Nö. Und der sieht auch noch so gut aus dabei. Ich meine, wenn man da hinguckt, hat man immer zwei Augen und einen Mund, der einen so... auch vom Design. Also designtechnisch super. Fotos eingeblendet. Haut dann einfach vom Hocker. So, Leute, dann war's das auch für heute. Ich glaube, wir haben genug gelabert. Ihr habt genug Eindrücke davon bekommen. Wenn ihr meint, das war noch nicht genug, dann kauft euch das Teil. Ohne Spaß, wirklich super toll. Nicht nur, weil wir es gestellt bekommen haben, auch so würde ich sagen, würde ich mir das Ding immer wieder kaufen. Ja. Das ist echt toll. Und ja, dann sind wir raus für heute. Wir hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn das so ist, dann lasst uns gerne einen Daumen oben da. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, auch gerne ein kostenloses Abo. Penetriert den Abo-Button für uns. Wir brauchen die Unterstützung. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Wir hoffen, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Macht's gut. Habt noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.